Die Nordmedia Talk and Night hat den Ruf, das allerbeste Buffet der Berlinale zu haben. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Leute hierher kommen. Welche es noch gibt, zeigen wir euch hier. Ein bisschen Glanz und Glamour in der niedersächsischen Landesvertretung. Einmal im Jahr zeigt die Nordmedia auf der Berlinale, was Niedersachsen zu bieten hat. Gelockt werden die Gäste mit Sekt und leckerem Buffet. Ganz nach dem Motto Talk and Night sollen sie aber auch mitkriegen, um was es geht. Das heißt, hier geht es nicht nur ums Feiern, sondern es geht auch darum, Leute kennenzulernen, am besten Ideen auszutauschen, irgendwas Kooperatives vielleicht schon mal in die Wege zu bringen. Wir wissen nie, was draus wird, aber wir wissen, dass immer wieder mal was draus geworden ist. Das Filmfest Emden-Norderney bekommt die Gelegenheit, sich vorzustellen, als einziges Festival mit einer eigenen Festivalinsel. Außerdem gibt es einen Einblick in Nordmedia-Produktionen, die auf der Berlinale laufen. Vom Animationsfilm über die Komödie bis zur Dokumentation. Letztendlich geht es bei all dem Netzwerken um das liebe Geld. Denn ohne Filmförderung haben es Filmschaffende schwer. Damit es für Nachwuchsfilmemacher einfacher wird, gibt es ein neues Angebot. Die Talentförderung vergibt geringe Fördersummen an kleine Produktionen und der Antrag ist dann weniger aufwendig. Insofern haben wir jetzt nochmal vereinfachte Möglichkeiten geschaffen und niederschwelligere auch Fördersummen, sodass also der Nachwuchs, Talente, sie auf sich aufmerksam machen können und wir hoffentlich dann eben noch Leute entdecken, die wir dann in Zukunft für die größere Förderung dann auch bereitstellen können. Etwas Starthilfe für die Newcomer also. Die können sich hier mit den alten Hasen austauschen. Egal ob Schauspieler, Produzent oder Regisseur. Solche Veranstaltungen wie heute Abend sind für mich ehrlich gesagt so ein bisschen so die Sahne auf der Berlinale, weil man trifft eigentlich so die Kollegen, die man das Jahr über vermisst hat, so mit denen man irgendwie zusammengearbeitet hat an bestimmten Projekten. Das ist ein toller Moment so, wo man nochmal wieder so ein bisschen Revue passieren lässt und neue Projekte anstößt und so, und das gefällt mir sehr gut persönlich. Leute aus meiner Branche treffen und die Möglichkeit zu haben, über neue Projekte zu sprechen. Per E-Mail ist das immer langweilig. Also besonders ist, dass es sehr familiär ist und man dennoch immer Menschen trifft, die man noch nicht, denen man noch nicht begegnet ist. Ich habe zum Beispiel einen Regisseur getroffen, mit dem ich 2001 mal gedreht habe, was irgendwie eine ganz lange Zeit ist, die vergangen ist und der jetzt mittlerweile in den USA arbeitet. Und aber auch Menschen, die ich noch nie gesehen habe, und man kommt hier schnell ins Gespräch. Die Stimmung ist, glaube ich, ganz gut hier. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich glaube, ich bin in den letzten 6 Jahren fast immer hier gewesen, muss ich ganz sagen. Und heute ist sie, glaube ich, sehr gut. Und ja, ist doch nett. Ich bin hier eingeladen. Ich danke sehr dafür und hoffe, noch ein paar nette Leute kennenzulernen. Ich habe hier die beiden Leute kennengelernt, super coole Leute. Und es ist eine gute Stimmung. Sehr nice. Ist mir auch jedes Jahr eine Freude, hier zu sein bei der Nordmedia und ihrer Talk Night und immer wieder nette Leute zu treffen, mit denen wir zusammengearbeitet haben und es nochmal zu verfestigen auf angenehme Art und Weise. Die Talk and Night Besucher verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Und so färbt auch ein bisschen Berlinale Glamour auf Niedersachsen ab.